Ja, hallo Leute, willkommen zu meinem neuen Video zum Trainingsmodus. Ich wollte euch nur mal zeigen, was man hier im Training bei FIFA 11 alles so machen kann. Außer, dass man hier 1 gegen 1 spielen kann. Fragt mich bitte nicht, wie es auf der Tastatur ist, müsst ihr selber rausfinden. Auf dem Gamepad ist es auf jeden Fall die Select-Taste. Also es ist die neben der Start-Taste bei mir. Wenn ich die drücke, kann ich hier im Trainingsmodus Standards trainieren, zum Beispiel. Was haben wir da? Standards, Eckstöße, Freistoß und Einwürfe. Ich zeige jetzt einfach mal alle gerade durch. Fangen wir hier beim Freistoß an. 11 gegen 11 lasse ich standardmäßig drin. Ich kann jetzt hier frei auf dem Platz wählen, von wo ich schießen möchte. Nehmen wir mal von hier vorne, da kann man direkt schießen. Ja, also hier kann ich schön lustig die ganze Zeit üben. Freistoß zu schießen bin ich schon gut. Ja, war schon gar nicht so schlecht, würde ich sagen. Ball ist dann wieder an der gleichen Stelle wie vorher. Ja, was gibt's zu sagen für die, die es noch nicht so wissen, wie es überhaupt geht? Ich schieße natürlich mit der Schießentaste. Und außerdem, wenn ich jetzt nur mit der Schießentaste drücke, passiert das hier. Ich mache jetzt mal nicht so weit. Doch, war schon zu weit. Der Ball geht drüber übers Tor. Wenn ihr ein Gamepad habt wie ich mit Analogsticks, dann müsst ihr nicht nur die Schießentaste drücken, sondern auch den linken Analogstick. Da wählt ihr quasi aus, wie der Ball angeschnitten wird. Ich gehe jetzt mal ungefähr mit der Schusskraft wie eben und mache den linken Analogstick nach links oben. Und ihr werdet jetzt sehen, was jetzt passiert. Ja, jetzt ging er ein wenig tiefer. So, hier ist vorbei wieder. Ja, also so kann man sich immer mehr herantasten. Und vielleicht habe ich ihn noch ein bisschen zu stark geschossen. Und vielleicht geht es auch überhaupt nicht aus dem Winkel. Aber wie ihr seht, der Ball ist jedes Mal unterschiedlich. Wenn ich jetzt zum Beispiel den linken Analogstick nach unten drücke, bei dem gleichen Schuss ungefähr, dann geht der Ball halt meilenweit übers Tor drüber. Also weil ich ihn ja unten angeschnibbelt habe quasi. Ja, und oh, so kann man das dann hier üben und wird hoffentlich immer besser. So, jetzt versuche ich mal hier den, zack. Ah, jetzt war ich ja leicht drüber, würde ich mal sagen. Naja, aber ich habe das jetzt eben auch schon eine Weile gemacht und geübt. Man wird echt mit der Zeit immer besser und findet immer mehr Gefühl dafür, wo schießt der jetzt hin, wenn ich da und da mich hindrehe. Ja, so, vielleicht noch ein bisschen schwächer. Gut, das war in die Mauer rein. Okay, das zum Freistoß. Schauen wir mal, was es noch gibt. Hier gibt es noch den Einwurf. Finde ich jetzt nicht so sonderlich spektakulär, jetzt hier hinten zu üben. Das Einzige, wo man... Entschuldigung, wo man das ein bisschen üben könnte, wäre hier vorne an so einer Stelle. Weil man kann ja mit der Flankentaste einen weiten Einwurf machen. Dann kann man hier ein bisschen mehr üben. So, das war aber auch schon gelaufen. Ja, ich halte es jetzt aber nicht so für mich jedenfalls für sinnvoll, die Einwürfe zu üben. Viel wichtiger sind die Freistöße und Ecken. Warum die Taste jetzt gerade nicht gedrückt wurde, weiß ich nicht. So, egal. Weiter, ja. Achso, jetzt bin ich wieder hier. Und jetzt wieder hier. Okay, wieder Select drücken. Training, Standard trainieren. Eckstoß. So, damit jetzt hier auf der Ecke, ich konnte natürlich eben einstellen, habe ich jetzt nicht gezeigt gerade, aber seht ihr wahrscheinlich selber. Hier kann man noch die Seite aussuchen. Und dazu komme ich gleich. So, hier ist genau das gleiche wie beim Freistoß auch, nur dass ich hier die Flankentaste drücke für den Schuss. Und je nachdem, wie ich den angedreht haben möchte, in welche Richtung, benutze ich wieder den linken Analogstick. Wenn ich nichts drücke, passiert hier das. Eigentlich auch ganz gut. Oh, schade, ich konnte gar nicht mehr schießen. Naja. Wie in allen anderen Trainings, auch hier macht Übung den Meister. Und gut, auch wenn ich jetzt hier kein Tor treffe. Oder da? Nee, schade. Egal. Ich muss auch noch üben. Aber ich übe es eher im Spiel. Jedenfalls kann man das hier machen. Was man auch noch machen kann, ich kann natürlich auch sagen, Seite auswählen, Verteidigung. Dann muss ich jetzt bei der Ecke hier das blaue Team spielen und kann versuchen, den Ball abzuwehren. Das war ja sehr leicht. Ja, es geht eigentlich immer recht schnell, wieder ein neuer Versuch. Das ist in Ordnung. Wenn das noch schneller gehen soll,
falls das irgendwie gleich misslungen war, kann man auch gleich wieder Start drücken. Und dann fängt man, guck, jetzt drücke ich Start. Ach nee, das geht nur beim Angriff, glaube ich. Okay, egal. Jedenfalls, da kann man das ein bisschen schneller machen. So, jetzt kommt noch eine Besonderheit. Und zwar, also Trainingsspiel, tja, gut. Trainingsspiel halt, ne? Ist genau das gleiche wie sonst, nur hier. Man kann halt immer jeweils aussuchen, wie viele Spieler in dem Team sind. Hier zum Beispiel mal ein ungleiches Verhältnis machen und gleichen Fehlpass machen. Ja. Wunderbar daneben geschossen. Okay, Trainingsspiel finde ich jetzt nicht so wichtig, aber für die, die es gerne haben, warum nicht? Ich treffe das Tor einfach nicht. Ist aber auch nicht so schlimm. So, jetzt das andere. Das letzte, was es hier noch gibt. Und zwar ein Standard erstellen. Wenn ich da drauf gehe, kann ich mir jetzt hier aussuchen, wenn ich im gegnerischen Strafraum bin, oder nicht Strafraum, auf der gegnerischen Hälfte, kann ich mir aussuchen, wenn ich zum Beispiel in diesem Bereich hier einen Freistoß habe, das hinten in Ecken, das sind dann, also hier sind dann, das zählt dann für die Ecke, das zählt, oder? Kann man das auch? Ne, das kann man nur für die Ecke machen dann da hinten. Weil hier habe ich ja auch oft Freistöße in dem Bereich. Aber ja, egal. Wenn ich jetzt zum Beispiel von hier einen Freistoß schießen möchte, dann kann ich mir Laufwege erstellen von den Spielern. Ihr seht hier unten, was ihr mit den jeweiligen Tasten machen könnt. Ich habe jetzt einen Spieler angewählt, zum Beispiel hier den. Ja, den kann ich jetzt bewegen, ganz normal mit dem linken Analogstick. Mit dem rechten Analogstick wechsle ich zu den anderen Spielern hin und her. Was gibt es noch, was man wissen müsste? Ja gut, ich kann auch hier ein- und ausblenden. Okay, das linke unten aufnehmen, Stopp, das ist das Wichtige. Wenn ich jetzt B drücke, dann ist das quasi der Zeitpunkt, wo der Freistoß beginnt. Ich drücke jetzt B und jetzt beginnt quasi die Aufzeichnung. Ich laufe jetzt mit dem Spieler hier hin und her, so. Langsam, schneller und wie man das halt will. Und da ist die Aufzeichnung zu Ende. Jetzt geht er wieder auf seinen Startpunkt zurück. Jetzt könnte ich das Ganze testen. Ich mache jetzt mal A und jetzt seht ihr den Sinn dahinter. Falls ihr es noch nicht verstanden habt. So, der Spieler läuft los. Und kommt hier vorne hin. Wunderbar, läuft seinen Weg lang. Und ja, das war's dann auch. Ich hätte jetzt schon längst schießen sollen können. Ob der Laufweg jetzt sinnvoll war, sei mal dahingestellt. Ich kann ihn ja nochmal anwählen, wieder aufzeichnen und sage, er soll aber jetzt doch lieber hier so lang laufen. So. Und sich dann dahin stellen, abbrechen. Und dann kann ich sagen, jetzt möchte ich, dass der Spieler soll in der gleichen Zeit hier vorne lang laufen und dann nach hinten durch. Ja. Das kann man halt mit allen Spielern machen, was die, wo die halt hinlaufen sollen. Ich zeichne jedes Mal jetzt auf hier, so zack. So, die anderen Spieler, die gegnerischen Spieler bleiben natürlich stehen. So, jetzt sehe ich hier die ganzen Laufwege. Und dann werde ich das Ganze mal testen. Was passiert? Jetzt laufen sie los. Zack. Und das war ganz toll. ja. Ich bin da anscheinend nicht so der Stratege. Ich könnte natürlich auch hier einfach ganz normal aufs Tor schießen. Oder ich nutze halt die Laufwege aus. Also das kann man sich dann so hinlegen, wie man das haben möchte und wie einem das am besten passt. Und wenn man das schön eingestellt hat für die Position ungefähr, dann kann ich das hier irgendwo speichern. Wie geht das? So, zack. Ja, hier benennen, bla 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 bla. Ja. Wenn ich den Bereich was eingestellt habe, dann kann ich mir natürlich einen anderen aussuchen. Und das genau das gleiche da auch machen. Ist für viele Leute bestimmt eine schöne Möglichkeit. Ich werde das wahrscheinlich nicht nutzen. Ich mache das standardmäßig einfach irgendwie und gut ist. Aber es ist mal was Neues und was anderes, wie gesagt. Ja, also ich hoffe, ich konnte euch damit ein bisschen Einblick zeigen, was ihr hier trainieren könnt. Und ich hoffe, euch hat das Video ein bisschen gefallen. War ein bisschen viel Gelaber, aber naja, so bin ich. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Viel Spaß beim Spielen. Tschüss.